Mit einem Trailer und einigen Informationen hat Ubisoft das Wikinger-Spektakel Assassin's Creed Valhalla angekündigt. Mittlerweile sind durch verschiedene Interviews noch weitere Details aufgetaucht. Wir fassen für euch zusammen, was es bisher zu Valhalla an Informationen gibt. Einen konkreten Release-Termin für Valhalla gibt es derzeit noch nicht. Das neue Spiel soll nach aktuellem Stand Ende 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und auch Google Stadia erscheinen. Entwickelt wird das Spiel hauptverantwortlich von Ubisoft Montreal, die Black Flag und Origins gemacht haben, zusammen mit 14 weiteren Studios, die bereits seit 2,5 Jahren am Spiel arbeiten. Sowohl Black Flag als auch Origins waren Titel, welche die Reihe ordentlich umgekrempelt haben. Man darf also gespannt sein. Nein, Assassin's Creed Valhalla ist entgegen früherer Gerüchte ein reiner Singleplayer-Titel. Es soll aber einige Online-Features für indirekte Interaktionen mit anderen Spielern geben, um beispielsweise Fortschritte und Errungenschaften zu teilen. Ihr übernehmt die Rolle des Wikingers Ivor und könnt hier wahlweise als Männlein oder Weiblein spielen. Ivor und sein Clan verlassen Norwegen aufgrund von Kriegen und Entbehrungen, um eine neue Heimat und ein besseres Leben auf den britischen Inseln zu finden. Dort findet dann auch der Großteil des Spiels statt. Nach Gründung einer Siedlung kommt es zu Konflikten mit Alfred, dem König von Wessex, der aber kein reiner Antagonist sein, sondern eine vielschichtigere Rolle übernehmen soll. Zudem gerät Ivor in den Konflikt zwischen den Hidden Ones und dem Order of Ancients, quasi den Vorgängern von Assassinen und Templern. Im Prinzip wird damit die Story aus Origins und Odyssey fortgeführt. Nebenher wird in der Gegenwart auch die Geschichte von Layla in spielbarer Form fortgesetzt. Der Auftakt des Spiels versetzt euch nach Norwegen, der Großteil aber findet auf den britischen Inseln statt. Das Spiel führt euch unter anderem in die 4 Königreiche Wessex, Northumbria, East Anglia und Mercia. Euch erwarten neben zahlreichen kleineren Ortschaften und Siedlungen die 3 Städte London, Winchester und Jorvik. Zudem soll es noch einige Überraschungen geben. Eine Rückkehr nach Norwegen soll übrigens jederzeit möglich sein. Ivor und sein Clan gründen bei Ankunft eine Siedlung, die im gesamten Verlauf des Spiels als Basis für eure Abenteuer dienen soll. Somit ergibt sich eine andere Struktur als in Odyssey, wo ihr noch quer durch die ganze Welt getingelt seid, ohne einen festen Standort zu haben. Die Siedlung soll übrigens stark in die Story eingebunden sein und mitunter auch die Konsequenzen eurer Entscheidungen widerspiegeln. Die Siedlung kann im Laufe der Zeit mit verschiedenen Gebäuden erweitert werden, zum Beispiel Baracken, einer Schmiede oder einem Tätowierer. Zudem trefft ihr im Laufe der Zeit NPCs, die ihr mitunter auch anheuern könnt. Es gibt verschiedene Aktivitäten und ihr schmiedet Allianzen, beispielsweise durch Heirat oder Diplomatie. Hinzu kommen außerdem Individualisierungen. Auch die Versorgung der Siedlung mit Ressourcen soll eine Rolle spielen, unter anderem für Upgrades. Neben üblichen Methoden wie Laufen oder Reiten soll euer typisches Langboot eine wichtige Rolle spielen, mit dem ihr Küsten und Flüsse bereisen könnt. Die Crew könnt ihr mit verschiedenen NPCs besetzen, die ihr im Laufe des Spiels trefft. Auch hier sind Individualisierungen möglich. Zudem nutzt ihr euer Langboot für Raubzüge, bei denen ihr unter anderem Ressourcen erbeuten könnt. Es gibt aber auch Angriffe auf ganze Festungen, die im Rahmen der Erzählung eingebunden sind und umfangreiche Schlachten bieten sollen. Unbedingt. Valhalla geht den Weg weiter, der mit Origins und Odyssey eingeschlagen wurde, soll aber einige frische Ansätze bieten. Es gibt einen umfangreichen Skilltree mit reichlich Spezialisierungsmöglichkeiten und Playstyle-Elementen, aber auch mächtige Synergien zwischen den Fertigkeiten. Die Skills selbst sollen mehr Auswirkungen haben als die reinen Level. Ubisoft will in Valhalla so ziemlich alles an Waffen und Rüstungen bieten, was die Epoche hergibt. Es gibt Speere, Äxte, Langschwerter und die Schilde feiern ihre Rückkehr, sowohl als runde Wikinger-Schilde als auch englische Turmschilde. Auch Wurfwaffen sind vorhanden, zum Beispiel Äxte, wie im Trailer gesehen. Zudem kann jedes Teil upgegradet werden, sodass ihr einen Teil von Anfang bis Ende des Spiels nutzen könnt, wenn ihr wollt. Auch Customizing der Ausrüstung soll möglich sein, um eurem Ivor einen eigenen Look zu verpassen. Dazu gehören übrigens auch verschiedene Bärte, Outfits oder Tattoos. Oh, und eine Art Assassinenklinge ist wieder mit dabei, wie ihr bereits im Trailer sehen konntet.
Assassin's Creed Valhalla wird vor allem auf wuchtige Nahkämpfe setzen, erlaubt aber auch Fernkampfwaffen wie Speere oder Wurfäxte. Aufgrund der Vielzahl an Waffen, aber auch einer großen Varianz der Gegner mit unterschiedlichen Fähigkeiten, soll es dabei viel Abwechslung geben. Zudem könnt ihr alle erdenklichen Kombinationen aus zwei Waffen nutzen, selbst zwei Schilde sind möglich. Auch hierbei soll es sinnvolle Synergien geben, die eure Kampfkraft steigern. Nicht ganz. Ivor wird von einem gefiederten Begleiter unterstützt, allerdings handelt es sich dabei um einen Raben, der gegenüber dem früheren Adler einige neue Fähigkeiten besitzen soll.